im heutigen Video haben wir wohl das komplizierteste und schwerste und rätselhafteste Spiel überhaupt in Roblox gespielt. Und Leute, ich meine es wirklich ernst, das Spiel, das war so kompliziert und schwer, ich kam gar nicht klar. Aber Freunde, ob wir das Spiel gewonnen haben, das seht ihr, indem ihr das Video bis zum Ende guckt. Also Leute, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, gebt dem Video einen Daumen nach oben und jetzt viel Spaß mit dem Video! Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen, Freunde. Ich weiß selber nicht, was wir hier jetzt machen müssen. Das Spiel heißt auf jeden Fall Farbe oder Sterben. Wir sind jetzt hier mit der Lamy Army in einer Lobby oder sowas. Und irgendwie haben wir alle keine Farbe, wie wir sehen. Moment mal, sie ist aber komplett rot. Also ich verstehe das Ganze noch nicht. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall hier durch. Oha? Hä? Hä, was geht hier ab, Mann? Ah, okay, verstehe. Wie man spielt. Versteckt? Tot? Tot? Hä? Ach so, okay, okay. Jetzt verstehe ich das. Bei einer roten Wand muss man sich rot umfärben. Bei einer blauen natürlich blau, sonst ist man tot. Ah, okay, okay, verstehe, verstehe. Leute, wir müssen uns hier zum Beispiel umfärben, damit wir uns dann vor dem Monster verstecken können. Das hier ist also das Monster. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, Leute. Wir gehen mal hier rein. Wir müssen irgendwelche Pinsel... Oh, oh, wir suchen... Nein! Nein, 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 ich gehe wieder raus, Freunde. Hier ist die Safe Zone. Ah, wir können auch hier durchgehen. Okay, aber warte mal. Wie färbt man sich um? So? Hä? Wie kann ich mich denn umfärben? Ich habe absolut keine Ahnung, Leute. Hallo? Hä, warum seid ihr alle rot? Hallo, warum seid ihr alle rot und ich nicht? Wie funktioniert das? Ich habe absolut keine Ahnung. Leute, hä? Ich frage einfach mal, wie färbt man sich? Und die schreiben, komm mit. Hä? Okay, okay. Dankeschön, Luna, dass du mir hier den Weg zeigst. Okay, okay. Ah, ach so. Okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Jetzt können wir uns hier bei jeder roten Wand verstecken. Alles klar. Okay, aber ich verstehe immer noch nicht, was wir hier machen müssen. Ah, hier die Pinsel. Aha, okay. Wir müssen die ganzen Pinsel suchen. 13 Stück insgesamt. Okay, und wir dürfen nicht von dem Monster gefressen werden. Ah, vielleicht braucht man ein Werkzeug hier. Okay, okay, verstehe, verstehe. Oh, oh. Mein Bildschirm ist irgendwie ein bisschen komisch. Oh, weia. Oh, weia. Das Monster ist gerade an uns vorbeigeslendert. Oh, oh, es kommt schon wieder zurück. Nein, 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 Leute, pass auf. Oh mein Gott, was ist das hier eigentlich für ein Backrooms-Monster? Eieiei, ich gehe mal lieber in diese Richtung hier. Okay, ist hier irgendwo ein Pinsel? Hallo, ich suche Pinsel. Oh, oh, da ist ja schon einer. Okay, sehr gut. Einen weniger zum Sammeln. Ja, wir brauchen nur noch 11 Stück. Oh, jetzt nur noch 10 Stück. Okay, dann wollen wir mal, Freunde, mal gucken, ob wir auch irgendeine neue Tür freischalten können oder so. Hier, Moment mal, was ist da vorne? Lila zum Öffnen klicken. Knapp, aber nicht ganz. Oha, okay. Hä? Warum jetzt? Was ist denn hier knapp? Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Nicht ganz die richtige Farbe, fürchte ich. Hä? Okay, Leute. Lol. Hä? Was geht denn jetzt hier ab? Okay, geht's hier weiter? Müssen wir hier weitere Pinsel suchen? Aha. Okay, ich nehme das einfach mal. Ziemlich halb fertig. Okay, Freunde. Wir haben schon 5 Pinsel von 13 Stück. Aber, oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich höre das Monster wieder. Hallo? Oh oh. Wo ist das Monster? Es ist irgendwo da hinten, Freunde. Naja, wir gehen mal hier weiter zum... Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein, da ist jemand gestorben! Nein! Lamy stinkt nicht, ist gestorben. Oh oh. Oh oh. Eieiei. Leute, versteckt euch hier bei Rot. Oh mein Gott, okay. Er geht wieder. Er geht wieder. Leute, ich glaube, wir haben jetzt alle das Spielprinzip verstanden, oder? Ey, du Pupsi. Ey, selber Pupsi. So, lass uns mal in diese Richtung hier gehen. Oh, oh, er kommt auch schon. Er kommt auch schon. Leute, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Aber gibt es hier unten noch irgendwo einen Pinsel? Hallo? Aha, hier. Wir brauchen also noch 7. Oh mein Gott, Leute, ich kann gar nicht Mathe rechnen. Oh, hallo? Ah, okay. Und jetzt haben wir... Ja, was ist das? Ein Schraubenzieher? Okay, und da brauchen wir einen Hammer, um die pinke Farbe zu bekommen. So, oh oh. Oh oh. Hä? Warte, ich bin gar nicht gefärbt. Leute, ich bin gar nicht gefärbt. Was soll ich machen? Oh oh. Gelb? Hallo? Nee.
Was soll ich jetzt machen, Freunde? Lila können wir auch nicht öffnen. Hallo, hä? Ist hier gerade jemand durchgegangen? Lol, was ist das denn hier? Oha! Eine Rätseltür. Finde besser das fehlende Teil. Also, wir brauchen ein Dreieck hier. Okay, okay, okay. Leute, hier gibt es wirklich ziemlich viele Secret-Räume. Und ich glaube, es wäre auch mal besser für mich, wenn ich mich mal wieder umfärbe. Sonst bin ich ein, ja, leichtes Ziel. Aber Moment mal! Wo ist denn die rote Farbe hin? Hä? Okay. Warte mal, können wir hier vielleicht unsere Farbe neu regenerieren oder so? Okay, nee, doch nicht. Leute, weiter geht's hier rein. Was können wir im Shop kaufen? Laufschuhe, extra Leben? Nee, Freunde, sowas brauchen wir nicht. Das sind Cheats. Wir brauchen keine Cheats. So, aha. Aha, Leute, hier mussten wir rein. Okay, was ist das hier? Hä? Hä? Okay, Leute, eine kleine Obby oder so? Eieiei, okay, Freunde. Das Spiel ist ziemlich cool gemacht. Wir müssen das Spiel natürlich am Ende, wie immer, bewerten von 1 bis 10. Also, ich muss wirklich sagen, das ist jetzt mal ein komplett anderes Spiel. Sowas hatten wir auf jeden Fall lange nicht mehr. Wir haben ja sonst immer Obbys gespielt oder Stories. Aber, Moment mal, Metall zum Öffnen klicken. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall die orangene Farbe. Mal gucken, was wir damit machen können. Oh, oh. Oh, weia. Okay, wir müssen jetzt hier bei Orange rein. Aber ja, Freunde, wie gesagt, sowas hier haben wir auf jeden Fall lange nicht mehr gespielt. Also komplett andere Roblox-Spiele. Wenn euch sowas auch gefällt, dann schreibt mal in die Kommentare, welche Spiele wir noch so spielen sollen. Und Moment mal. Sie ist doch gar nicht orange. Sie ist einfach rot und versteckt sich bei orange. Ey, bist du farbenblind? Oh, oh, das endet nicht gut. Ich glaube, das endet nicht gut, Freunde. Eieieiei. Oh mein Gott. Hä? Alter, das war richtig knapp. Freunde, das war richtig knapp. Wir gehen mal lieber hier lang. Oha, eine Säge brauchen wir. Okay, wo finden wir die Säge? Ich muss auch sagen, die Map verwirrt mich ein bisschen. Nee, lila haben wir nicht. Wir müssen orange öffnen. Aber wo ist die orangene Tür? Oha, was geht denn da oben ab? Hä, wie kommt man nach da oben? Keine Ahnung, Leute. Oh Mann, ey, das Spiel ist echt spannend und sehr, sehr interessant. Also ich bin mal gespannt, ob wir hier am Ende rauskommen oder nicht. Eieiei, ich gehe mal da lang. Okay, waren wir hier schon? Ja, doch, hier waren wir auf jeden Fall schon. Hat denn einer von euch einen Plan, wo die orangene Tür ist, Freunde? Hallo? Da vorne ist pink, nee. Hä? Warum ist die jetzt gelb? Hä? Okay, Leute. Ich glaube, die ist ein bisschen weiter als ich. Hey, Freunde, ich laufe mal wieder hier zum Anfang der Map. Vielleicht haben wir hier irgendetwas übersehen. Oh, oh. Oh, weia. Oh, weia, da war der. Eieiei, okay. Vielleicht hier? Nee, hier waren wir auch schon. Hä, Leute, ich habe wirklich keinen Plan, wo wir hin müssen. Ich sehe nur die ganze Lami-Army, wie die hier rumläuft. Aber ich glaube, die anderen sind genauso lost wie ich gerade. Nee, da können wir nichts machen. Ich glaube, Freunde, wir müssen hier wieder irgendein Secret finden, wo wir reingehen können. Und dann finden wir vielleicht so eine Säge oder sowas. Kein Plan, Mann. Oh, hier ist noch ein Secret. Oh mein Gott. Ja, Leute, hier war ich doch nicht. Hä? Oh nein, wir brauchen wieder irgendein Werkzeug, um da durchzukommen. Ey, Mann! Oh, Leute! Hier ist orange. Oh mein Gott. Leute, endlich! Perfekt. Jetzt haben wir gelb. Okay, Freunde. War hier irgendwo eine gelbe Tür? Ich habe schon ganz vergessen, wo die war. Wenn hier überhaupt eine war. Oh, oh, Leute. Ganz kurz hier verstecken. Leute, versteckt euch. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott, geh weg! Okay. Okay, er geht, oder? Geht er mal? Okay, Leute, er ist weg. Let's go. Oh, er hat Luna bekommen. Luna, das war's mit dir. Aber ich suche jetzt mal hier erstmal eine gelbe Tür. Gibt es so eine gelbe Tür hier überhaupt? Oh, waren wir hier schon im Secret drinne? Oh ja, hier brauchen wir die Säge. Na toll. Oh, oh. Ich glaube, er kommt wieder. Oh nein, oh nein, oh nein. Er ist da vorne. Oh, da vorne ist auch gelb. Leute, wir gehen sofort dahin. Und öffnen die Tür. Komm schon, komm schon, komm schon. Und let's go. Okay, keine Farbe mehr übrig steht hier. Hä? Haben wir also gewonnen oder was? Hier brauchen wir auf jeden Fall noch eine Säge. Ich gehe mal hier durch die Tür. So. Aha. Alter, was geht denn hier ab? Alter, was ist das hier? Leute, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Ich glaube, wir müssen einfach nur nach oben gehen oder so. Wie so eine kleine Obby ist das. Okay. Einmal hier durch. Eieiei. Welche Richtung überhaupt? Okay, einfach immer nur nach oben. Ich folge dem Typen einfach mal hier. Ich glaube, die Lami-Army weiß da besser Bescheid als ich, oder?
Man muss, glaube ich, hier hingehen. Okay, Freunde, weiter geht's nach oben. Ich glaube, oben wartet dann vielleicht so eine Säge oder ein Schraubenzieher auf uns. Ja, das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. So, Leute, wir sind jetzt hier drüben. Okay, aber das war's noch nicht. Aha, aha, Freunde, was sehen meine Augen denn hier? Wir haben hier einmal einen grünen Eimer. Okay, und nichts kann dich aufhalten. Hä? Können wir hier durch? Nee, vielleicht könnte ein Schlüssel nützlich sein. Ach, sag bloß, dass wir einen Schlüssel brauchen. Okay, Freunde. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist er in der Nähe? Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ein Werkzeug? Hä, was habe ich denn aufgehoben? Keine Ahnung, Freunde. Okay, bei grün kann ich mich überall verstecken. Ich bleib mal hier. Oh, oh. Ich höre ihn. Aber ich glaube, er ist nicht bei uns, oder? Okay, wir haben auch keinen Hammer. Oh nein! Wir müssen jetzt eigentlich nur, oh, ein Secret. Lol, ein Secret! Hey, nein, hier vorne ist ein Hammer! Oh mein Gott, nein! Okay, Leute, wir müssen jetzt hier, die grüne Tür finden. Und da haben wir sie auch! Let's go! Okay, okay, okay. Ich bin mal gespannt. Oh, oh, wie lange das ganze Spiel noch geht? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe gerade keine Farbe. Ich hätte jetzt keine Ahnung gehabt, was wir hätten machen sollen. So, jetzt bin ich türkis. Okay. Und ich habe 9 von 13 Pinsel. Das heißt, uns fehlen nur noch ganze 4 Stück. Okay, was haben wir hier? Hier brauchen wir wieder... Oh, ein grünes Dreieck oder so. Auf jeden Fall ein Dreieck. Und da vorne haben wir, glaube ich, einen blauen Eimer. Oh Mann. Okay, Leute. Ich glaube mal, wir müssen jetzt erstmal die türkise Tür finden. Hier ist pink. Okay, da müssen wir nicht hin. Ich sehe auch, die meisten sind hier noch bei Rot. Ey, Leute, Rot war die erste Farbe. Ist das blau hier? Nee. Okay, Freunde. Oh Gott, ich habe Türkis, glaube ich, noch nirgendwo gesehen, oder? Oder war es irgendwo am Anfang hier? Boah, Leute, ich weiß nicht. Die Map ist so groß und verwirrt mich die ganze Zeit. Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, hier gab es... Okay, die Säge. Oh Mann, ey. Und da kommt auch schon dieser Slender-Typi. Oh nein. Oh nein. Lauf! Lauf! Lauf doch! Oh mein Gott. Sie hat es überlebt. Sie hat es gerade noch so überlebt. Okay. Leute, wo ist die türkise Wand? Oh oh. Oh oh. Okay. Alles gut. Alles gut. Wir suchen nur die türkise Wand. Aber Freunde, wenn ich die auch einmal finden würde. Ich finde die einfach nicht. Oh oh. Lauf, mein Freund. Lauf! Lauf um dein Leben! Okay, das macht er gut. Der lenkt ihn ab. In der Zeit suchen wir weiter nach der türkisen Tür. War ich hier schon irgendwo? Moment mal, Freunde. Lass mich mal ganz kurz hier glubschen. Aber nee, Leute. Oh mein Gott. Oh oh. Oh oh. Naja, du musst laufen. Du musst um dein Leben laufen. Nee, aber Freunde, hä? Ich bin jetzt einmal komplett durch die ganze Map gelaufen und habe nirgendwo eine türkise Tür gesehen. Das heißt... Wir müssen ja irgendwie was anderes öffnen, oder nicht? Und sie schreit, ich habe das Cape, guck mal, Lams. Ey, Moment mal, das Lami-Cape in Gelb. Okay, Leute. Ich glaube, heute wird das nicht mit dem Cape-Check. Man sieht zwar, dass wir hier alle das Cape haben, aber man sieht das Cape, naja, nicht so ganz. Und Samma fragt, Lami, hast du Super Mario geschaut? Und Freunde, ich muss euch da sagen, ich habe diesen Film leider noch nicht gesehen. Ich möchte ihn aber so sehr gucken, denn ihr wisst ja, ich liebe Super Mario. Und ich habe Mario auch immer auf dem Nintendo gespielt und auch jetzt auf der Nintendo Switch spiele ich zum Beispiel Super Mario oder Mario Kart. Und ey, kann dieser Typ endlich mal weggehen von mir? Und ich habe auch gehört, dass es irgendwie so ein Mario-Song gab von Bowser oder so. Der ging so, Peaches, 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 Peaches. Okay, 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 Leute, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Angeblich weiß hier Lamis Herz XD, wo ich hin muss. Ich glaube ihm einfach mal und, oh oh, oh oh. Oh mein Gott. Okay, okay, doch, wir leben noch, wir leben noch. Alles easy, alles easy peasy. Oh nein, ich glaube... Ich habe jetzt Lamis Herz verloren, oder? Wo ist er? Ah, da vorne ist er. Okay, okay, okay. Leute, wir müssen erstmal ganz kurz chillen. Und jetzt folgen wir ihm einfach mal weiter. Oder auch nicht. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. So. Wieder hier ganz kurz warten. Oh nein, ey. Wie sollen wir denn bitte jetzt hier an diesem Slender-Typen vorbei? Einer muss ihn unbedingt ablenken gehen. Ich schreibe einfach ihn mal hier. Lenk ihn ab. Ich hoffe mal, er versteht, was ich meine. Komm schon, ihr müsst das Monster irgendwie weglocken. Oh nein, da kommt er.
Da kommt der Freunde. So, ich fuck jetzt hier Lamis Herz. Oh nein. Oh nein, Leute. Oh nein, Leute. Oh mein Gott. Ey, der campt da einfach. Das ist richtig unfair. Das ist unmöglich, da durchzukommen. So, Freunde, ich gehe jetzt lieber mal ganz kurz zur sicheren Zone. Moment mal. Nee, das kann ich auch nicht klicken. Ey, Mist, Leute. Das Spiel ist wirklich schwieriger als gedacht. Also, Leute, wir müssen hier ganz kurz taktisch vorangehen. So, wir folgen jetzt, wie gesagt, Lamis Herz. Ich hoffe mal, er zeigt uns den richtigen Weg. Wenn ja, dann hat Lamis Herz auf jeden Fall ein Herz von mir verdient. Den Schraubenschlüssel von hier genommen, aber den sehe ich gar nicht, Freunde. Hä? Okay, Leute, ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Aber naja, wie gesagt, ich folge ihm einfach mal. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute, in diese Richtung gehe ich jetzt. Oh Mann, Freunde, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Oh nein, 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 nein. Komm schon. Ja, okay, sehr gut. Sehr gut, Freunde, wir sind, glaube ich, sicher. Wir folgen ihm einfach mal weiter hier. Okay, ich hoffe mal, er trollt uns nicht und führt uns die ganze Zeit nur im Kreis herum. Aber Leute, ich glaube... Oh, warte mal. Hä, hier waren wir doch schon. Oh, was? Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Leute, Moment mal. Ich mache hier erstmal die kleine Obby hier fertig. So, da vorne. Nein! Oh, okay, okay, Leute, ich lebe noch. Alles gut. Oh mein Gott, nichts ist passiert. Ich bin nicht gestorben. Ich dachte schon, ich muss jetzt alles von neu machen. Aber zum Glück nicht. Freunde, easy peasy. Nichts ist passiert. Und, okay, hier ist einfach die hellblaue Tür. Oh mein Gott, ich fass es nicht. Die war hier einfach so versteckt. Jetzt sind wir bei Lila. Und die lilane Tür, Freunde, da weiß ich auch schon sogar, wo die ist. Aber erstmal schreibe ich danke Lamis Herz. Ich küsse dein Herz. Aber Freunde, das wird zensiert. Naja, ist ja auch egal. Er sieht ja eh das Video. Also nochmal viel, viel Dank an dich. Die lilane Tür war auf jeden Fall, glaube ich, in dieser Richtung. Nee, doch nicht. Hä, wo bin ich hier? Oh, ich bin am Spawn. Moment mal. Oh, okay, 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 Leute. Wir gehen lieber doch zum Spawn. Oh, war ja. Okay, wir sind safe hier. Jetzt gehen wir einfach mal diesen Weg entlang. Und Leute, hier haben wir... Hä? Moment mal. Hä? Was habe ich denn für eine Farbe? Ist das nicht lila? Oh mein Gott. Okay, Freunde. Ist blau? Nee, doch nicht. Moment mal. Hä, was haben wir denn hier für eine Farbe? Ah, pink. Nee, auch nicht pink. Hä, was haben wir bitte für eine Farbe? Ich check jetzt gar nichts mehr. Ah, nee, Freunde. Das hier ist gar keine Farbe. Das hier ist das Dreieck. Oh mein Gott. Okay, Leute, jetzt haben wir blau. Verstehe, verstehe. Ey, Leute, dieses Spiel ist wirklich sehr kompliziert, um ehrlich zu sein. Aber keine Sorge, euer Lami schafft das schon. So, ist hier irgendwo in der Nähe. Und da vorne war auch blau. Okay, Leute, zack, zack, zack. Einmal hier reingehen. Und was haben wir hier? Hier haben wir die Kettensäge. Okay, sehr gut. Wo die hinkommt, das weiß ich auch, Leute. Aber wir können uns jetzt leider nicht verstecken. Wir haben keine Farbe an. Wir müssen hier wirklich jetzt taktisch spielen. So, aber wenn ich mich nicht täusche, dann muss ich die Säge ganz genau hier tun. Ja! Yeah! Oh mein Gott. Okay, Leute, ich gehe mal hier nach oben. Hallo? Hallo? Ah, okay. So, jetzt. Okay. Hä? Oh mein Gott. Was war das denn für ein Geräusch? Okay, Leute, ich habe auf jeden Fall noch eine Säge. Hallo? Oh mein Gott, das Monster ist, glaube ich, genau unter mir. Was sehen wir hier für Bilder? Was ist das hier? Hä, Leute, das ist so creepy. Ich verstehe auch nicht, was das Zimmer mir hier irgendwie sagen will. Keine Ahnung. Ist hier irgendwie vielleicht so ein Secret oder so? Nee, ich glaube, hier ist auch wirklich gar nichts versteckt. Naja, dann würde ich auch einfach mal sagen, gehen wir wieder nach unten hier. Denn es gab hier irgendwo noch eine Tür, wo wir die Säge benutzen mussten. Tja, aber wo die ist, Leute? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Moment mal. Ich glaube, sind wir hier richtig... Nee, wir brauchen hier einen Hammer. Oh mein Gott, toll. Das heißt, Freunde, wir sind noch lange nicht am Ende. Ich glaube, je weiter wir kommen, desto schwerer wird das Spiel. Also ich meine, wie schnell haben wir bitte am Anfang diese ganzen Pinsel gefunden? Und jetzt finden wir so langsam neue Pinsel. Moment mal, hier ist ein Secret. Oh mein Gott. Hä? Hier brauchen wir also wieder einen Schraubenschlüssel. Okay, 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 Leute. Ich check gar nichts mehr. Müssen wir vielleicht hier nach oben wieder? Nee, oder? Okay, Freunde. Nee, hier mussten wir nicht hin. Und hier brauchen wir schon wieder ein Dreieck. Hä, was ist das denn? Oh mein Gott, warum ist
der da jetzt durchgekommen und ich nicht? Oh mein Gott. Nein. Sag mir nicht, da vorne ist das andere Dreieck. Hä? Aber wie soll ich bitte da durchkommen? Oh mein Gott, Leute. Ich hab's, glaube ich, endlich gefunden. Ja. Oh, ein Brett. Okay. Hä? Lol. Okay, Leute. Ich hab endlich die nächste Stage gefunden. Okay, jetzt dürfen wir bloß nicht sterben. So. Zack. Okay, Freunde. Ihr wisst gar nicht. Das Video geht eigentlich noch viel, viel länger, aber so viel kann man gar nicht reinsteigen ins Video, weil ich laufe hier die ganze Zeit gefühlt nur rum durch die ganze Map und suche, wo ich hin muss. Deswegen, Leute, ja, das dauert eigentlich noch viel länger, als ihr denkt. Wir haben aber jetzt schon 11 Pinsel und wir können die Tür lila öffnen. Okay, endlich sind wir wieder getarnt. Oh mein Gott. Okay, ich muss schon sagen, ohne Tarnung ist das ganze Spiel sehr, sehr schwer. So, oh, oh, da vorne ist ja auch schon der Slender. So, gehen wir einmal hier lang. Wir haben auf jeden Fall immer noch unser Brett hier am Start. Ich glaube sogar, das Brett muss hier oben irgendwie hin. Aber wie wir da oben hinkommen, keine Ahnung, Leute. Mal gucken. Und Tür lila war doch, glaube ich, in dieser Richtung, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war so knapp. Das war so, so knapp, ne? Okay, Freunde, wir laufen mal hier lang. Oh weia. Oh weia. Hier kommt er nicht durch, oder? Lila. Lila. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Einmal hier nach oben. Und ich glaube, jetzt sind wir bei diesem Raum, wo wir das Brett benutzen können, oder? Oh, hier gibt es noch andere Sachen. Aha. Der 12. Pinsel, Freunde. Das heißt, uns fehlt nur noch ein einziger Pinsel. Und ist er da drüben? Hä? Moment mal. Ist er etwa da drüben? Oh mein Gott, nein. Hä? Hä? Was? Wie? Wie sollte ich da jetzt rübergehen, Freunde? Keine Ahnung. Leute, ich probiere es einfach mal nochmal. So. Aber irgendwie, es funktioniert nicht. Wie komme ich denn hier rüber, Leute? Ah, jetzt? Oh mein Gott, jetzt! Jetzt haben wir das Brett platziert, Freunde. Aber war das auch wirklich der letzte Pinsel da hinten? Wir gucken das Ganze mal an. Und es war... Nee. Es war ein Hammer, Freunde. Wir sind noch nicht am Ende. Okay, aber wo wir den Hammer benutzen mussten, das weiß ich noch sogar. Und zwar ganz genau, keine Ahnung, Freunde. Hier vielleicht? Nee. Aber hier vielleicht. Okay, nee, hier brauchen wir einen Schraubenzieher. War ja klar. Aber, ah, Freunde, ich erinnere mich. Die Tür war hier. Ganz genau hier. Hier mussten wir den Hammer benutzen. Zack. Und hier haben wir... Oh mein Gott. Direkt den nächsten Hammer. Oh, hier sind jetzt lilane Bücher. Nicht nur weiße Bücher. Okay, Freunde. Das Ganze bekommt hier auf jeden Fall ein bisschen Farbe. Aber wo müssen wir jetzt hier den zweiten Hammer benutzen? Da habe ich leider keine Ahnung. Ich bin auch mittlerweile schon so weit gekommen, Leute. Ich glaube, es wäre wirklich das Beste, wenn wir uns noch ein Extra-Leben kaufen. Für den Fall der Fälle, falls wir sterben, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Leute, ich glaube, ich hab's gefunden. Endlich! Oh mein Gott, jetzt können wir die rosane Tür öffnen. Ey Leute, das hat so lange gedauert, bis ich das jetzt gefunden habe. Okay, Freunde, aber wo die pinke Tür war, das weiß ich noch. Oh, oh. Oh, weia. Leute, pass auf. Oh nein, der schnitzelt hier ein nach den anderen rum gerade. Das ist nicht gut. Und da vorne ist auch schon die pinke Tür, Leute. Die holen wir mal direkt. So, komm schon. Und, okay. Wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir einfach rausgehen. Okay, aber, Moment mal. Wo war jetzt nochmal, die Endtür? Wei, oh, wei, oh, wei. Okay, Leute. Hör, noch ein Secret? Oha, 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 Leute. Warte mal. Das hier ist gar nicht das Ende. Oh mein Gott, ey, ich wurde hier voll gescannt. Ich dachte, ich hab's geschafft. Aber, Freunde, das ist auf jeden Fall noch nicht das Ende. Das heißt... Moment mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, da war noch so eine Tür mit dem Schloss ganz oben bei dieser Obby. Aber wie kommen wir jetzt nochmal zu dieser Obby? War das nicht hier, Freunde? Oh mein Gott. Ist da hinten die Tür mit... Nee, oder? Ich glaube nicht. Nee, 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 Freunde, das war nicht diese Obby. Das war die andere Riesen-Obby. Oh, Leute. Ja, das war diese Obby hier. Oh mein Gott, ich glaube, Freunde, wir haben es jetzt endlich geschafft, oder? Wir müssen nur noch diese Obby nach oben laufen und dann sollten wir eigentlich durch sein, glaube ich. Weil, Freunde, ohne Witz, das Spiel geht jetzt wirklich schon viel zu lange. Ich weiß nicht, wie lange das Video... Oh mein Gott,
Oh mein Gott, das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Video gerade geht, aber ich spiele das Spiel locker schon seit über einer Stunde. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin gerade runtergefallen. Oh mein Gott, das war so gefährlich. Aber Freunde, ich weiß nicht, müssen wir jetzt trotzdem noch den letzten Pinsel finden? Oder befindet sich der letzte Pinsel sogar hier? Das werden wir jetzt herausfinden. Leute, wir stecken den Schlüssel rein und wir haben alle Pinsel! Du hast sie alle. Etwas hätte geöffnet. Okay, Leute. Anscheinend hat sich jetzt irgendwas geöffnet. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall suchen. Frage ist nur, wo hat sich etwas geöffnet? Und was hat sich geöffnet, Leute? Ich habe keine Ahnung, Mann. Das müsste doch eigentlich dieser Weg sein, oder? Ja. Ja, 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 Leute. Wir haben es geschafft. Hä? Was geht denn hier jetzt ab? Alter. Wie krass sieht das bitte aus? Das ist so crazy hier gerade. Leute, wir gehen einfach mal geradeaus. Hä? Was ist da hinten? Okay, Leute, ich bin mal gespannt, was da liegt. Ist das etwa noch ein Farbeimer? Oh mein Gott. Aufheben. Um das Ende zu erreichen, musst du den Anfang suchen. Hä? Wie Anfang? Was meint ihr damit? Meint ihr etwa den Spawn? Ey, Leute, ich habe wirklich keine Ahnung, Mann. Aber ohne Witz, seht ihr nicht auch diese ganzen Muster? Da irgendwie so ein zerbrochenes Herz. Da ist eine Pflanze. Und da ist noch ein Herz oder so. Das ist, glaube ich, so ein Peace-Zeichen, oder? Also hier sind überall versteckte Symbole gemacht. Da ist ein Smiley zum Beispiel. Hier ist, glaube ich, auch noch ein Herz. Ey, Leute, echt, echt crazy sieht das aus. Da ist, glaube ich, eine Glühbirne. Seht ihr das? Ey, Leute, wie crazy. So, wir gehen jetzt einmal wieder zurück zum Spawn. Der Spawn befindet sich ganz genau da vorne. Okay, Leute, haben wir das Spiel jetzt durchgespielt? Haben wir es geschafft? Schließe das Spiel ab. Oh mein Gott. Ja. 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 Moment mal. Du bist entkommen? Oder hast du es getan? Moment mal. Wofür sind diese vier Türen hier? Leute, ich würde sagen, wir entscheiden uns für die ganz linke hier. Und? Hä? 9? 8? Hä, was? Was? 6? 5? Hä? Was müssen wir machen? Oh mein Gott, Leute, ich habe keine Ahnung, was passiert. Was passiert hier? Du bist entkommen. Leute, wir haben es endlich geschafft. Let's go. Ihr seht es, Leute, wir haben hier diese Tür jetzt geöffnet bekommen. Moment mal, was befindet sich denn hier? Okay. Kopf 2? Moment mal, Freunde, davon gibt es noch einen zweiten Teil. Oh nein, Leute, sollen wir da reingehen? Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall in einem anderen Video. Leute, kommen wir erstmal zur Bewertung vom Spiel. Und da muss ich wirklich sagen, das Spiel war wirklich sehr, sehr spannend, sehr schwer, sehr kompliziert und sehr kreativ, wenn ich ehrlich bin. Denn wir kennen ja auch die ganzen Rätselspiele wie Rainbow Friends oder Piggy, wo man ganz easy ein paar Sachen suchen muss und dann entkommen muss. Aber Leute, bei diesem Spiel musste man sich auch noch mit der passenden Farbe verstecken und selber diese ganzen Rätsel lösen ohne Hilfe. Also Freunde, ganz ehrlich, von mir bekommt das Spiel auf jeden Fall eine 10 von 10. Das war mal endlich ein komplett neues und kreatives Roblox-Spiel. Schreibt gerne eure Meinung über dieses Spiel in die Kommentare. Das würde mich mal sehr interessieren, wie ihr dieses Spiel fandet. Aber Freunde, das ist auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt könnt ihr links auf der Seite das letzte Video abchecken und rechts könnt ihr den Kanal abonnieren. Also falls ihr es noch nicht getan habt, dann müsst ihr es auf jeden Fall tun. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder und ciao!